das europäische Sicherheitsgefüge auseinanderfliegen würde und er es dann für denkbar hält, dass Deutschland eine Waffe über eigene deutsche Atombomben aufstellt. Das ist das Niveau. Ach, das liegt noch tiefer, da habe ich Gott dazwischen. Ja. Marc Pitzke, oder wie er heißt, hat mir heute Morgen per Bonn-Artikel Trump ausgeredet, weil, das ist jetzt zu sagen, wenn, aus dem Text, Donald Trump hat in Port Beach ein Anwesen, damals für 80 Millionen, für 80 Millionen gekauft hat, das ist 70 Millionen wert, also glaube ich, Trick, mit irgendwie Tristan für mich gekauft. Das ist das, wo er geheiratet hat, wo er seine Söhne geheiratet hat. Und seine Nachbarn, die anderen Milliardäre in Port Beach gerne hat, die mögen ihn nicht. Also denk mal drüber nach, kann das wirklich ein toller Typ sein, wenn ihn die Milliardäre nicht mögen? Gut, kommen wir zurück, warum ich für Hillary Clinton plädiere. Ich habe von Hannah Arendt gelernt, man sollte schon immer. Wenn man eine Wahl vernimmt, jetzt ist es so, ich habe mir das gerade von dir mitgenommen. Eine persönliche Wahlentscheidung ist eine Wahl, und es ist nicht nur eine Wahl für. Eine Wahlentscheidung nicht nur darauf basiert, was man selber davon verspricht. Was eine Wahl eines Kandidaten für einen selber bedeutet, sondern man muss seine Wahlentscheidung auch darauf basieren, was die Entscheidung für diesen Menschen oder für diese Partei für andere Menschen bedeutet. Sprich, was würde uns die Wahl, was würde die Wahl für bestimmte Menschengruppen von Donald Trump bedeuten? Ich finde, das kann ein Wahlsieg von Donald Trump nicht wert sein. Erstens, was wären die Auswirkungen auf die Schwächsten der Gesellschaft in Donald Trump? Was würde das bedeuten für muslimische Minderheiten, für Sprachminderheiten, für Sozialdienstempfänger, für die Armen? Glaubt das irgendjemand, dass deren Leben besser werden würde? Nein. Ist es wahrscheinlich, dass deren Leben sogar schlechter werden würde, wenn eine islamische Partei, die Teil der Reichen ist, und so ein Milliardär, ein angeblicher deren Präsident wäre, dass die das Leben von diesen Minderheiten, von den Menschen, die am ehesten den Staat bräuchten, besser werden würde? Bei Hillary Clinton ist die Wahrscheinlichkeit höher. Dann ist es die Antwort, was hätte die Wahl eines Donald Trump für Ausbildung auf die politische Opposition? Das ist Tavishman, das politische Tavishman, das Hillary Clinton repräsentiert, dass die republikanische Elite, dass die Senatoren und Kongressabgeordneten repräsentieren. Die würden sich dann in einer Trump-Präsidentschaft als vernünftige eigene Elite präsentieren. Was sie mir auch gesehen. Diese sagen, hey, wir müssen jetzt wieder nach vorne blicken. Dabei würden sie uns dann den Status quo, den wir jetzt haben, als Vorstellung bekommen. Und das wäre ein Verrat an Demokratie, an Linke, an liberale Ideen, die wir ja auch präsentieren. Weil würde eine Verlösung finden, würde eine vernünftige Alternative in den Zukunft bringen. Ist es wahrscheinlich? Nein. Ist es aber wahrscheinlicher als in den Sinn?
Das ist schon geblieben. Das ist gut getan und die Probleme hier haben das vergessen. Aber anders als die ganze Partei und anders als Donald Trump wird das Problem anerkannt. Und wir können es zwar noch auf den Gang anschieben, aber anders als Donald Trump, der das Ganze auf einmal sehen will, weil das Problem ganz anerkannt, ist das im Gegenteil. Außerdem soll es bedeuten, Thank you.